So Leute, ihr habt's alle mitgekriegt. Die Promis sind wieder da aus dem Dschungel. Und unsere Fräulein Menke, unsere gute Freundin, ist natürlich auch wieder da. Wir gehen sie jetzt gleich besuchen und mal sehen, was sie dann so zu sagen hat mit RTL und was sie da alles wieder rumgeschnitten haben. Gleich kommt noch mein Mann, Brieftaube, und holt uns ab mit seiner Karre, denn mein Führerschein ist gerade nicht da. Ihr begleitet uns. So, ich hoffe, er ist gleich da. Okay. Okay, Locke, hau rein, ne? Ey, was geht? Na komm! Komm mit dir! Okay, welcher Terminal? So, guckt euch mal genau diesen Platz an hier, Leute. Das ist der Platz, wo ich 2013 MC Pit getroffen habe. Genau dieser Platz, original. Yeah. MC Pit fand ich am Flughafen Fußball mit einem Wetter. Damals, als er mir was vorgefreestylt hat, boah, habe ich ihn direkt gesigned, aber jetzt ist es ja Vergangenheit so, ne? Freunde, Menke kommt so in einer Viertelstunde. Wir chillen jetzt hier noch. Und ich muss jetzt pissen. Wenn du Tigger Jay nicht kennst, dann solltest du mal googeln. Denn jeder will den Jigger betatschen und will ein Stück vom Kuchen. Wenn du Tigger Jay nicht kennst, dann solltest du mal googeln. So Leute, da kommt sie jetzt glaube ich gleich raus. Ja. Ah? Ah, ich sehe sie doch. Ich sehe sie, da ist sie, da ist sie. Ist dieser zottelige Jungspund wirklich der neue Mann an ihrer Seite? Der weiß allerdings noch nicht so ganz, wie das im Showbiz so abläuft. Nein, das ist scheiße. Wie geht's dir? Ey, was soll die Scheiße, echt? Nee, ey, ich ruf jetzt an. Hey, Franzi. Kannst du mir mal erklären, was die Scheiße jetzt sollte? Was soll die Scheiße? Ja, nee. Ich komme da sicherlich nicht, wenn der jetzt heißt. Warum? Das war überhaupt nicht abgesprochen. Was? Hallo? Nee, das sehe ich gar nicht ein. Weißt du, wir sehen uns irgendwie morgen oder später. Dann schnacken wir nochmal, aber so, das geht gar nicht, ey. Ich bin richtig sauer jetzt. Nee. So habe ich da keinen Bock drauf. Nee. Ja, dann bis morgen, ne? Tschüss. So, jetzt sind wir hier mit Fräulein Menke. Wieder zurück aus Australien. Du warst im Dschungel. Bei mir war Snake Rock. Anka durfte ja wählen. Wo komme ich rein? Ich war Snake Rock. Ja, da bin ich dann eingezogen. Ne? Und hast du im Nachhinein jetzt noch irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Leuten aus dem Camp? Oder habt ihr euch danach getroffen, so in Australien nochmal? Nee, da ist also eigentlich mit der Ankunft in Frankfurt am Main ist das sofort auseinandergegangen. Also man will nach so einer Sache dann auch irgendwie vom Hof galoppieren, so wunderschön. Und glaubst du, vielleicht der Dschungelkönig könnte mit Hook singen, die nächste?
Oh, meinst du, also ich meine, Mark Terenz, sie sind wirklich sehr gut. Ich habe immer schon favorisiert, ehrlich gesagt. Auch als ja, ich finde bei ihm immer so diesen englischen, diesen amerikanischen Akzent, das ist so immer so gespielt irgendwie. Nein, das ist, ja, das ist, der hat da immer noch so ein bisschen Akzent. Und wie war die Hotel, oder wie war das so? Soll ich mal Gläser holen für den Yps? Ja, und ich führe jetzt das Interview weiter. Alles klar. Okay, also das war's mit dem Video. Voller Menkel ist jetzt wieder zurück und jetzt wird hier wieder produziert. Musik für euch da draußen in Deutschland. Maoni. Yeah.